Eröffne Tagesordnungspunkt 4. Aktueller Sachstand der Planung und Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen in Zusammenhang mit der Ansiedlung von Tesla am Standort Grünheide. Marc, gemäß unserer Ausschussverständigung hierzu ist ebenfalls neben dem Minister der Herr Neumann und Herr Rolf anwesend. Einführung für diesen Tagesordnungspunkt. Der Ausschuss hat sich darauf verständigt, eine quartalsweise regelmäßige Berichterstattung zum aktuellen Sachstand der Infrastrukturmaßnahmen in Zusammenhang mit der Ansiedlung von Tesla am Standort Grünheide zu etablieren. Der Top steht heute quasi zum ersten Mal auf unserer Tagesordnung für die kommenden quartalsweisen Berichterstattungen ab September. Bittet der Ausschuss das Ministerium jeweils um einen schriftlichen Vorabbericht zu diesem Thema. Dann übergebe ich gleich mal das Wort Richtung Ministerium und sehr geehrter Herr Minister Beermann, Sie haben das Wort. Und dann sehe ich die Kollegen Zeschmann und Günther. Gerne. Herr Vorsitzender, gerne werde ich hier im Ausschuss mündlich dazu berichten. In der Regel teile ich das immer danach auf, dass ich über den Schienenpersonen- und Schienengüterverkehr berichte und dann noch über die Frage der straßenseitigen Anbindung. Und ich beginne mit dem Bahnhof Fangschleuse Neu. Die zukünftige Lage des Bahnhofs steht nach Auswertung der Trassierungsstudie fest. Die Vorbereitung der Umweltverträglichkeitsstudie läuft. Eine Finanzierungsvereinbarung zwischen meinem Haus und der Deutschen Bahn AG befindet sich aktuell in der Abstimmung. Zum Bahnhof Fangschleuse Alt. Die Aufstellung einer provisorischen Fußgängerbrücke am Bahnhof Fangschleuse Alt mit dem Ziel einer verkehrssicheren Bahnquerung zu den Haltepunkten des Busverkehrs südlich des Bahnhofs befindet sich in der Planung. Die Aufstellung der provisorischen Fußgängerbrücke ist voraussichtlich Ende viertes Quartal 2021 geplant, Stand heute. Schienengüterverkehr. Die Gespräche von Tesla mit der Deutschen Regionaleisenbahn laufen zum Thema Kauf des Gleises und ich hoffe, dass diese auch fortschreiten. Ein Zeitpunkt für den Abschluss der Gespräche kann ich Ihnen nicht nennen. Die Finanzierung der Schienengüterverkehrsanlage insgesamt ist in einer Abstimmung zwischen dem BMVI und Tesla. Zum Straßenverkehr, dort zuerst die temporäre Anschlussstelle an die Bundesautobahn 10. Dort ist es derzeit so, dass die Zauneidechsen und Schlingnattern abgesammelt werden. Anschließend wird ein Kreisverkehr errichtet und auch eine Rampe, welche dann voraussichtlich im August 2021 fertiggestellt sein werden. Zur Bundesautobahn 10. Die Autobahn GmbH bereitet derzeit ein Vergabeverfahren für die Vergabe von Planungsleistungen vor. Ich komme zur Landesstraße 38. Eine Ausführungsplanung zur L38 liegt vor. Die Unterlagen für ein europäisches Vergabeverfahren befinden sich auch in der Vorbereitung. Baubeginn, Stand heute, ist für Anfang 2022 vorgesehen. Eine Plangenehmigung für den Bereich GVZ Eichenstraße ist für September 2021 avisiert. Die Beantragung ist bereits durch den LS geschehen. Derzeit wird die Träger öffentlicher Belangebeteiligung vorbereitet. Dann zur Erweiterung der Anschlussstelle Freienbrink. Das Plangenehmigungsverfahren läuft auch und die Plangenehmigung erwarten wir noch in diesem Monat. Netzergänzung L386. Der Zuschlag für die Leistungsphase 2 bis 4 wurde durch den Landesbetrieb Straßenwesen erteilt. Dann zu L23. Das Vergabeverfahren für Planungsleistungen an der BÜ-Beseitigung ist in der Vorbereitung und zu BÜ-Beseitigung ist in der Vorbereitung. Und dann erlauben Sie mir noch, dass ich etwas zum ÖPNV sage. Der Landesbetrieb errichtet Haltestellen bzw. Busbuchten bis August 21 südlich des Bahnhofs Fangschleuse Alt.
Dafür ist eine dreiwöchige Vollsperrung der L23 notwendig. Diese soll, so ist das geplant, voraussichtlich in den letzten 3 Wochen der Schulferien erfolgen. Der Busverkehr wird mit einer Schrankenregelung passieren können. Parallel erfolgt die Herstellung des Wendeplatzes, also der südliche Park and Ride, durch Tesla. Dann noch etwas zum Thema Verkehrsdaten und Logistikkonzept. Da geht es um die Konsolidierung der Datengrundlage durch das Planungsbüro IVV. Mit den Unternehmen aus dem GVZ gab es ein Treffen zur Ermittlung der derzeitigen und künftigen Verkehrszahlen. Aktuell findet die Auswertung der Strukturdaten im Umfeld einschließlich Hangelsberg statt. Und Tesla hat die Verkehrsdaten für die Hochlaufphase übergeben. Die Aufstellung der Dauerzählstellen an der L23 und L38 wird sich leider verzögern. So wie es aussieht, werden wir sie im August erst aufstellen können. Hintergrund hierfür sind Corona-bedingte Lieferengpässe. Soweit mein Bericht. Vielen Dank, Herr Minister. Und es hat sich viel Redebedarf schon gehäuft, und beginnen darf mit seinem Redebeitrag der Herr Dr. Zeschmann. Bitte sehr. Kann man mich jetzt hören? Ja, kann man. Alles klar. Ja, also erstmal möchte ich mich bei Herrn Minister Beermann bedanken über diesen Bericht, der ja zumindest aufzeigt, dass viele Dinge, die in dem Verkehrsgutachten zum B-Plan Freienbrink Nord enthalten sind, zumindest planerisch auf den Weg gebracht worden sind. Wann das dann alles baulich umgesetzt werden wird, das sehen wir dann. Ich hoffe, dass wir damit den Verkehrsinfarkt, insbesondere in Erkner, nur einige Jahre und nicht 5 oder mehr Jahre ertragen müssen. Aber was Sie bestimmt nicht wundert, Herr Beermann, was mir fehlt, sind Ausführungen über die Umgehungsstraßen für Erkner und Gosen-Neuzittau und damit verbunden natürlich die westliche Anbindung der Autobahnausfahrt Freienbrink. Ich hatte das ja hier im Ausschuss, ich glaube im April, auf der Tagesordnung mit dem unter der Überschrift redundante Verbindung nach Berlin rein für die 40 bis 50% der Mitarbeiter, die bei Tesla, die aus dieser Richtung kommen sollen. Und da hatte ich ja auch mehrfach mit Ihnen noch gesprochen und darum gebeten, dass hier wirklich sehr gründlich nochmal geguckt wird, welche Variante möglich ist, dass es hier alle Varianten nicht einfach sind und dass es darum geht, die zu finden, die am wenigsten schwierig ist, ist, glaube ich, allen klar. Aber wenn am Ende dabei rauskommt, dass es gar keine gibt, bedeutet das, dass der Verkehrsinfarkt in Erkner langfristig zementiert wird. Und ich glaube, das wird keiner in der Region hinnehmen. Und das wird auch die Akzeptanz der Ansiedlung der Fabrik von Tesla in der Region massiv beeinträchtigen nach der Eröffnung. Also deswegen freue ich mich jetzt darauf, die Prüfungsergebnisse für die Tangente, die ich vorgeschlagen hatte, südlich von Neuzittau und Burich zu hören und zu sehen, wie das dann eine westliche Anbindung an die Autobahnausfahrt Freienbrink realisiert werden kann. Dankeschön. Danke, Herr Dr. Zeschmann. Und Herr Günther, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister, ich hätte jetzt eine Frage. Ja, ich weiß, dass das Look wahrscheinlich dort federführend ist, aber vielleicht können Sie nähere Auskünfte dazu geben. Jetzt ist es ja so, dass die Batteriefabrik nicht nur geplant, sondern sie wird ja jetzt auch gebaut. Also es gibt auf jeden Fall ein Genehmigungsverfahren, das auch Ihrem Hause vorlegen müsste. Jetzt ist die Frage, inwieweit die Planungen für das Batteriewerk verkehrstechnischerseits eben jetzt auch nochmal Änderungen Ihres Hauses quasi bedingt. Und es müsste ja im Grunde genommen auch noch eine neue Auslegung geben. Bürgerbeteiligung wäre ja erforderlich. Hätten Sie da schon Informationen, wo und wann wird dieser folgen? Und vielleicht, weil ich gehe davon aus, Sie stimmen sich ab mit den anderen Ministerien. Welches Flurstück ist denn jetzt für das erforderliche Klärwerk vorgesehen? Und ja, das wären erstmal die Fragen, weil ich hätte noch eine Frage, die könnte ich ja nicht jetzt auch stellen, aber ich will Sie jetzt auch nicht überfordern. Ich könnte jetzt noch fragen,
Wäre es nicht ratsam, dass wir übereinstimmend mit den anderen Ministerien, die auch dafür verantwortlich sind, dies abzuarbeiten, jetzt schon darüber uns Gedanken zu machen, wo dieses Klärwerk hinkommt? Ist es nicht vielleicht, gerade wenn dieses Batteriewerk jetzt dort gebaut wird, ratsam, weil wir mehr chemische Belastung haben, dieses Klärwerk direkt auf den Tesla oder anliegend auf den Tesla-Gelände zu installieren, weil ja, wir müssen dann jetzt nach Freienbrink, wo es jetzt bis jetzt geplant war, 6 Kilometer unterirdische Röhren verlegen. Vielleicht wäre das ratsam, also wenn es mal zu einer Havarie käme, dass man eben nicht so eine weite Strecke quasi mit diesem Klärwerk von Tesla weit entfernt ist, wenn dort ein Batteriewerk entsteht. Das wäre erstmal alles. Dankeschön. Danke, Herr Kollege Günther. Ich möchte trotzdem, trotz dessen, dass wir uns schon mitten im Tagesordnungspunkt befinden, dennoch darauf hinweisen, dass wir verschiedene Fachausschüsse haben. Und der AIL ist jetzt meiner Kenntnis nach eher weniger der richtige Ansprechpartner, wenn es um Wasserversorgung im Allgemeinen geht. Dafür haben wir den ALUG meines Wissens nach. Das möchte ich doch zumindest erwähnen, dass wir das bei den nächsten Fragestellungen auch ein Stück weit berücksichtigen, weil vermutlich der Minister auch dann darauf so eingehen würde. Gut, dann habe ich jetzt noch den Kollegen Rostock und danach Kollegen Görke und dann gehen wir Richtung Ministerium ab. Bitte sehr, Herr Rostock und dann Herr Görke. Vielen Dank. Ich habe eine kurze Frage. Die Deutsche Regionaleisenbahn, mit wem Sie verhandelt über den Verkauf des Gütergleises? Das habe ich einfach, war mir zu schnell beim Mitschreiben. Und dann habe ich noch mal eine Frage zum Radverkehr. Das liegt ja nicht direkt im MIL, wird ja viel vor Ort gemacht. Da wird allerdings ja erstmal eine südliche vorübergehende Variante über die alte Poststraße realisiert. Da passiert auch schon ein bisschen was und da wird ja die bestehende Brücke über die Autobahn genutzt. Und zukünftig soll dann aber eine nördlichere Variante an der Eisenbahntrasse genutzt werden. Meine kurze Frage ist eigentlich nur, die Brücke muss ja irgendwann weg, ob eigentlich sichergestellt ist, dass die erst wegkommt, wenn die andere Variante schon steht. Da wird es ja bestimmt Absprachen geben. Vielen Dank. Danke, Herr Kollege Rostock und Herr Görke, bitte sehr. Vielen Dank, Herr Minister Beermann, für diese doch für mich einige Neuigkeiten. Ich setze an bei der Fragestellung des Kollegen Rostock. Also für mich war heute völlig neu, dass die Deutsche Regionaleisenbahngesellschaft nun doch in Verhandlungen, und Sie haben ja gesagt, das ist auf einem guten Weg, zum Verkauf dieses Inhouse-Gleises auf dem Territorium des Tesla-Grundstückes vorangeht. Das war ja noch zur Anhörung, die wir ja gemeinsam im Potsdamer Landtag hier im Sitzungssaal durchgeführt haben, ja noch völlig ausgeschlossen, kategorisch ausgeschlossen, aber da kann man mal sehen, was man als reichster Mann dieser Welt so bewegen kann. Nein, Spaß beiseite. Also das war für mich jetzt neu, dass es hier jetzt die Verkaufsabsichten gibt der Deutschen Regionaleisenbahngesellschaft an Tesla. Neu war für mich auch, dass wir jetzt schon in eine Finanzierungsvereinbarung zur Verlegung des Bahnhofsfangschleuse neu sind. Und deshalb meine Frage, ist bei diesem, bei der Finanzierungsvereinbarung nach wie vor die in der Kleinen Anfrage umrissene das umrissene Investitionsvolumen von 50 Millionen Euro, die die öffentliche Hand, ob Bund, ob Land, die öffentliche Hand aufzubringen, ist nach wie vor die Summe, über die wir reden. Und in dem Zusammenhang will ich Sie fragen, wenn Sie jetzt schon über die Finanzierungsvereinbarung in Abstimmung reden, will ich Sie auch fragen, haben Sie diese Finanzierungsvereinbarung, wo der Bund und das Land hier in eine Ersatzvornahme geht, zur Verlegung eines Bahnhofes im öffentlichen Interesse überprüft, dass auch die beihilferechtlichen Regelungen der Europäischen Union zum Wettbewerbsrecht hier auch geprüft worden sind? Denn
Tesla darf damit keinen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen haben. Und das persönliche Bemerkung, das bezweifle ich nach wie vor, wenn ich mir dieses Projekt einschließlich der Unterführung anschaue, dass das ausschließlich dem öffentlichen Interesse dient, weil die Zuwegungen sind alle in Richtung Tesla und sind so breit, die gibt es nirgendwo, nicht mal auf dem Berliner Hauptbahnhof. Also diese beiden Fragen habe ich, und dann habe ich noch eine letzte. Wie weit sind wir denn mit den Puffungsgleisen? Die Achillessehne ist ja nach wie vor der Gütertransport von und zu ins Werk, sowohl was die Deutsche Regionaleisenbahngesellschaft betrifft, als auch die Puffungsgleise, die die Deutsche Bahn ja auch entstehen lassen muss, um den Güterverkehr einzubinden auf der RE1. Da würde mich noch interessieren, welchen Planungsstatus wir da haben. Danke, Herr Görke. Und da es keine weiteren Nachfragen gibt, Herr Minister, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich beginne mit dem Thema, das Herr Zeschmann angesprochen hat. Dieser ganze Bereich im Westen oder Südwesten, glaube ich, kann man das besser sagen, Herr Zeschmann, wenn es dort, Erkner ist dann schon wieder etwas nördlicher, also Umgehungsstraßen Erkner beziehungsweise dann Großneuzittau. Ich glaube, das kann man an der Stelle vorweg sagen, ein Thema, was nicht ganz so einfach ist, weil wir hier über Gebiete reden, das haben wir auch schon öfters hier diskutiert, aber ich will es nochmal gerne in Erinnerung rufen, wo es um Wasserschutzgebiete geht, wo es um Naturräume geht, wo es um Landschaftsschutzgebiete geht. Und wenn es eher einfach wäre, auch das möchte ich gerne vorweg sagen, glaube ich, wäre das kein Thema, das so intensiv und so schwierig betrachtet werden muss. Aber was ich sagen kann, ist, dass am 11.06., sprich morgen, der Vorsitzende des LS, also Herr Gaffri, im Infrastrukturausschuss des Kommunalen Steuerungsgremiums des Landkreises Oder Spree dort ein Gespräch haben wird, wo man sich über genau dieses Thema austauscht, Notwendigkeiten, Möglichkeiten und Grenzen weiterer Straßenplanungen im Bereich Erkner und Neuzittau. Und da wird er sicherlich berichten, da wird sicherlich intensiv diskutiert werden. Das ist, glaube ich, das Aktuellste, was ich dazu gerade anmerken kann. Herr Münschke hat mir das schon ein bisschen vorweggenommen. Sehen Sie es mir nach, in der Tat, also dass ich jetzt hier aussagefähig bin, belastbar zu Fragen von Klärwerken und Flurstücken. Da glaube ich, ist es tatsächlich besser, das mit dem dafür federführenden und zuständigen Fachressort zu machen. Das Genehmigungsverfahren im Übrigen, wenn ich es richtig sehe, läuft auch hier beim LFU, was die Batteriefabrik betrifft. Wir werden natürlich dort, sobald wir betroffen sind, beteiligt. Ich kann nur sagen, dass dort die Prüfungen bei mir momentan im Haus laufen, soweit wir dort beteiligt werden. Zu Herrn Rostock kann ich anmerken, in der Tat, das tut mir leid, dass ich vielleicht etwas zu schnell geredet habe, was das Thema Deutsche Regionaleisenbahn betrifft. Da hatte ich vorhin gesagt, dass dort Gespräche geführt werden zwischen Tesla und der Deutschen Regionaleisenbahn. Das sind die beiden Beteiligten, die sich da auseinandersetzen müssen. Radverkehr. Ja, das ist natürlich eine große Lässlichkeit. Da bitte ich um Entschuldigung. Das hatte ich vorhin ganz vergessen in meinem Bericht. Dann nehme ich das vielleicht, Herr Rostock, als Anlass, um nochmal vielleicht etwas auszuholen. Denn es gibt ein Radverkehrskonzept des Landkreises, das, glaube ich, auch in den Kreistagsausschüssen für ländliche Entwicklung sowie Bau, Umwelt und Ordnung behandelt und bestätigt wurde. Und soweit ich das mitbekommen habe, auch auf sehr positive Reaktionen gestoßen ist. Ich weiß, dass das Radverkehrskonzept auch im BMVI vorgestellt wurde und dort eben auch positiv aufgenommen wurde. Und ich denke mir, dass man da intensiv auch im Austausch ist, um dort auf verschiedene Fördermöglichkeiten zurückzugreifen. Wenn wir da helfen können, tun wir das gerne. Die Beantragung der Förderung für die Querung L38, zum Beispiel aus dem Bundesprogramm Stadt und Land, befindet sich
in der Vorbereitung. Folgende kommunale Radmaßnahmen, Radwegemaßnahmen könnten zeitnah umgesetzt werden. Das ist einmal Neu-Zittau-Gurich, dann Erkner-Grünheide und dann haben wir noch den Lückenschluss Grünheide. Und dann haben wir noch die Verbindung zwischen KV L23, L38 und der GVZ Freienbrink. Und auch hier sind wir bereits im Gespräch zur Förderung. Wir haben dort auch bereits begonnen. Was die Frage betrifft, wie mit der Brücke umgegangen wird, die derzeit über die Bundesautobahn hinweggeht, das sind Fragen, die müssen wir natürlich oder die müssen mit der Autobahn GmbH auch noch besprochen werden. Da hängen einfach verschiedene Dinge miteinander zusammen. Was die Frage der Finanzvereinbarung betrifft, dann komme ich zu Herrn Görke in Bezug auf Fangschleuse neu. Ist es so, wie ich sagte, dass wir dort in Verhandlungen sind und in der Abstimmung. Was das Volumen betrifft, gibt es eine grobe Größenordnung. Und Stand heute habe ich hier keine andere grobe Größenordnung, die ich Ihnen nennen kann. Die Frage, das war die Frage noch nach dem Bahnhof und dem Charakter. Der Bahnhof wird ja nicht durch Tesla allein genutzt, sondern wird ein öffentlich-rechtlicher Bahnhof sein, so wie das ja bisher auch der Fall ist. Der Bahnhof Alt ist ja nun auch genutzt worden und wird auch weiter genutzt werden von denjenigen, die das bisher getan haben, beziehungsweise wir werden in der Perspektive sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und dementsprechend denke ich, dass auch die Widmung zu betrachten ist. Die Frage der Puffergleise, das ist eine Frage, die am Ende natürlich zwischen Bund und Tesla dann auch aufgenommen werden müssen und geklärt werden müssen. So viel vielleicht. Gut, vielen Dank, Herr Minister Beermann, und es haben sich jetzt noch zwei Fragen oder beziehungsweise Redebeiträge ergeben, und ich schaue noch mal in die Runde und möchte Sie ermutigen, sich jetzt noch mal zu melden, dann wird das für uns auch die letzte Rederunde, zumindest für diesen Tagesordnungspunkt sein, und beginnen darf Dr. Zeschmann und dann ist bisher der Kollege Görke danach dran. Also, Herr Dr. Zeschmann, bitte sehr. Ja, danke schön. Ich habe nur eine kurze Nachfrage. Herr Beermann hat auf den Infrastrukturausschuss der kommunalen Taskforce des Landkreises verwiesen. Der ist weder öffentlich noch für irgendjemand zugänglich, auch für mich nicht, weder als Kreistagsabgeordneter noch als Landtagsabgeordneter, weswegen ich hier natürlich mehr Informationen brauche. Wir haben ja also vor 2 oder 3 Monaten da verschiedene Varianten intensiv durchgesprochen. Und da sollten ja zumindest Vorprüfungsergebnisse vorliegen nach diesem Zeitraum. Und mir ist in Erinnerung, dass der Landesbetrieb Straßenwesen ausgeführt hat, dass sämtliche Umgehungsvarianten und damit auch der westliche Anschluss der Autobahnabfahrt Freienbrink nördlich von Neuzittau und Burich aufgrund der angeführten umweltrechtlichen Probleme nicht gegeben ist. Sprich FFH-Gebiete, Spreeniederung, sumpfige Wiesen und so weiter. Aber dass der Landesbetrieb Straßenwesen eben diese Varianten, die südlich von Neuzittau und Burich verlaufen, nicht geprüft hatte. Deswegen hatte ich ja diese Vorschläge unterbreitet. Und ich insistiere hier gar nicht auf irgendwelche Vorschläge von mir, sondern schlicht und einfach darauf, dass es die einzig mögliche verbliebene Option ist, diese Variante umzusetzen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ging es ja nicht nur darum zu prüfen, inwieweit hier die umweltrechtlichen Auflagen geringer sind, denn da ist zumindest meines Wissens nach kein FFH-Gebiet, sondern einfach nur Wald. Den gibt es da in der Region ein bisschen öfter. Und das Zweite war ja auch die Anbindung Richtung Berlin und die Abstimmung mit der Senatsverwaltung Berlin für diese Achse, weil es geht ja letztlich darum, die beiden Zufahrten Richtung Tesla, also nördlich des Mögelsees über Friedrichshagen-Rahnsdorf, Wilhelmshagen-Erkner und die südliche über von Köpenick aus über Mügelheim, Gosen-Neuzittau, eben nicht beide wieder in Erkner zusammenzuführen und damit den Verkehrsinfarkt dort dauerhaft zu zementieren, sondern ihn südlich in Verlängerung von Neuzittau über Burich nach Freienbrink West sozusagen anzubinden. Auf welcher Variante, ob das jetzt eine Autobahnauffahrt ist, die noch zusätzlich in Burich kommt, die es früher mal gab, oder ob wir die Radwegbrücke über Spreetal direkt parallel zur Autobahn westlich jetzt verlaufend Richtung Freienbrink
beziehungsweise Campingplatz Jägerbude nutzen. Das ist dann die Detailproblemfrage. Und dass das alles nicht einfach ist, habe ich selber gesagt. Ich habe ja gesagt, wir brauchen eine die Lösung, die am ehesten möglich ist. Und deswegen, da, wie gesagt, der Ausschuss, den Sie angesprochen haben, weder öffentlich zugänglich ist, noch irgendwie für mich angreifbar ist und auch für die Presse nicht zugänglich ist, hätte ich gerne zumindest Vorprüfungsergebnisse für die eben skizzierten Varianten, weil, wie gesagt, ich sehe gar keine andere Möglichkeit mehr. Das ist wirklich die letzte Option. Wenn wir natürlich noch eine andere Option von Seiten vom Ministerium vorgestellt bekommen, die umsetzbar ist, freue ich mich natürlich grundsätzlich darüber. Sofern das nicht gegeben ist, brauchen wir aber zumindest einen Zwischenstand der Prüfung zu den Punkten, die ich jetzt beschrieben habe. Dankeschön. Danke, Herr Dr. Zeschmann. Und Herr Görke, bitte sehr. Ich habe nochmal Nachfragebedarf zu dem Pufferungsbahnhof. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, der ja im Norden des Tester-Areals ja angesiedelt werden soll, mit nicht unerheblichen Investitionen. Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden? Sie haben keinen Stand, zu kommunizieren, zumindest nach Ihrer Kenntnis. Oder muss ich daraus schließen, dass es zu diesem Investitionsvorhaben, was wichtig ist, um überhaupt dieses Areal auch güterverkehrstechnisch zu erschließen, werksverkehrtechnisch zu erschließen, dass es keinen Planungsstand gibt? Wie muss ich das jetzt interpretieren, diese Äußerung? Und lassen Sie mich etwas zu den Beihilferechtlichen sagen. Wir verlegen einen öffentlichen Bahnhof, der jetzt funktioniert, mehrere Kilometer an das Werksgelände heran. Insofern gibt es nicht nur das Interesse der Öffentlichkeit, sondern, und das ist doch nicht wegzudiskutieren, auch das Interesse von Tesla selbst. Und insofern, ich will ja nur für mich wissen, ob Sie das Thema Beihilferecht bei dieser Investition von 50 Millionen Kalkulation plus minus X für die öffentliche Hand kalkuliert haben, wo diese beihilferechtliche Prüfung nachzulesen ist bei Ihnen im Haus, weil ich glaube, das wäre nochmal wichtig, das auch zu überprüfen, weil es gibt andere Investitionen, wo das Thema Beihilfeinfrastrukturausbau für ein Unternehmen zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen geführt hat, was durch Dritte dann angezeigt worden ist. Und ich glaube, wir brauchen hier, bevor wir eine Finanzierungsvereinbarung unterschreiben, hier Klarheit. Klarheit zu diesem Thema Beihilferecht. Danke für Ihre Ausführungen. Und dann haben wir noch den Kollegen Günther auf der Rednerliste, die ich dann jetzt auch schließe. Und nach Kollegen Günther bekommt ja das Ministerium noch mal die Möglichkeit zu antworten und dann werden wir auch den Tagesordnungspunkt, denke ich, erschöpfend diskutiert haben. Also, Herr Günther, bitte sehr. Erstmal vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte mir schon gehofft, dass Sie, Herr Wehrmann, zu diesem Thema doch das ein oder andere sagen hätten können. Denn, wie gesagt, meine große Hoffnung ist es ja gewesen, dass Sie eben sich auch mit den anderen Ministerien abstimmen. Scheinbar ist das nicht der Fall. Ein bisschen mehr Bereitwilligkeit Ihrerseits, vielleicht das eine oder andere zu erwähnen, hätte mich erfreut. Vielleicht auch den geneigten Zuhörer jetzt, der in der Region wohnt, der sehr leidensfähig in Zukunft dort sein muss. Ja, und das hätte wahrscheinlich viel dazu beigetragen, auch zur Aufklärung. Denn jetzt gibt es ja in den Gemeindevertretungen der nächsten Tage sehr viele Sitzungen. Und das sollte man auch nicht ungenutzt lassen, den Menschen draußen zu sagen, was auf sie zukommt. Dankeschön. Danke für den Redebeitrag und dann übergebe ich das Wort an den Minister. Bitte sehr. Ja, ich fange wieder von vorne an zu den Fragen oder den Anmerkungen von Herrn Zeschmann. Ich glaube, was da nochmal wichtig ist, ist, dass man aber vor Augen hat, dass ja mit dem B-Plan auch ein Verkehrskonzept erstellt wurde. Und auch das will ich an dieser Stelle betonen, dass in diesem Verkehrskonzept die hier angesprochenen Varianten dort nicht untersucht wurden und auch nicht Gegenstand waren und auch nicht für notwendig erachtet wurden. Die Frage
wie nachher man sich einem solchen Thema nähert und wie dort das miteinander besprochen wird, glaube ich, das ist eine Sache dann auch innerhalb der Verwaltungen. Ich wollte hier bloß die Information weitergeben, dass ein solches Gespräch weiterläuft und dass ein solches Gespräch geführt wird. Entschuldigung. Ich glaube, zu der Einschätzung von Herrn Zeschmann, dass er das bedauerlich findet, dass das nicht öffentlich ist. Das kann, glaube ich, für sich stehen, das muss ich nicht kommentieren. Das Thema, was Herr Görke nochmal angesprochen hat, in Bezug auf die Schienengüterverkehrsanlage, Herr Görke, da ist einfach so, dass ich bin nicht Vertragspartner, sondern Vertragspartner ist natürlich die Bahn bzw. Tesla. Und ich habe ja auch gesagt, dass die an dem Thema gemeinsam dran arbeiten und das natürlich auch voranbringen. Wenn ich da einen Sachstand habe, einen genaueren, der mir dann auch mitgeteilt wird, den ich auch öffentlich machen kann, dann will ich das gerne tun. Aber wie gesagt, ich bin nicht beteiligt da, da bitte ich um Verständnis. Das Thema Beihilfe. Nun ist es nicht so, dass wir bei jeder Investition, die wir tätigen, immer gleich nach Brüssel laufen und dort fragen, ob wir das machen dürfen. Es ist so, dass hier der Bahnhof verlegt wird, der sowieso, so habe ich das jedenfalls aus der Genesis verstanden, unabhängig davon, was dort jetzt mit Tesla passiert, in die Hand genommen worden wäre und verlängert hätte werden müssen. Sie wissen, dass wir auf der Strecke künftig andere Züge einsetzen und schon von daher dort natürlich eine Investition notwendig gewesen wäre. Und deswegen denke ich, dass der öffentlich-rechtliche Charakter dieses Bahnhofs für mich jedenfalls, ich habe keine Anzahl Anhaltspunkte, nicht in Frage steht. Und das ist, glaube ich, dann auch für eine Frage der Beurteilung, wie sowas gesehen wird, beihilferechtlich schon von Relevanz. Da stimme ich Ihnen absolut zu. Zu Herrn Günther, ja, wir stimmen uns natürlich ab, aber ich bitte um Nachsicht, dass wir dort auch die Kleiderordnung einhalten, schon allein aus Achtung gegenüber dem Parlament. Es gibt dort Fachausschüsse und ich glaube, da ist es ganz gut, dass Themen dann dort behandelt werden und dann dort auch entsprechend vertieft erörtert werden. Und ich glaube, das hat auch seine Richtigkeit so. Das ist jahrzehntelange parlamentarische Praxis. Vielen Dank, Herr Minister. Jetzt habe ich allerdings die Rednerliste bereits geschlossen. Der Kollege Zeschmann hat noch eine Nachfrage. Kollege Zeschmann, die würde ich jetzt, wenn es kurz gemacht wird, zulassen. Ansonsten würde ich den Tagesordnungspunkt schließen wollen. Können Sie dazu noch mal kurze Ausführung machen? Das Mikrofon kurz freigeben. Ja, ganz kurz, kein Problem. Also die Frage ist nur offen, welchen Zwischenprüfungsstand es zu den vorgeschlagenen Umgehungsstraßenvarianten bzw. Anbindung der Autobahnausfahrt Freienbrink West noch gibt. Jetzt lassen wir beiseite, dass da irgendeine Veranstaltung ist, die nicht öffentlich ist. Ich will einfach konkrete Zwischenprüfungsergebnisse zu diesen Varianten hören. Dankeschön. Okay, dann nochmal ganz kurz Richtung Ministerium und Sie haben das Wort, Herr Minister. Ja, vielen herzlichen Dank. Also das habe ich zwar, glaube ich, beantwortet, aber der Stand ist, dass es morgen eben ein Gespräch gibt, wo das weiter erörtert wird. Und das ist momentan der Stand der Dinge. Was anderes kann ich dazu jetzt nicht weiter berichten. Gut, vielen Dank, Herr Minister. Und damit sind wir am Ende des Tagesordnungspunktes 4 angelangt. Und ich eröffne den Tagesordnungspunkt 5, Verschiedenes. Dort hatten wir in der Vorbereitung einen